Herzlich willkommen bei Lehrer zockt mit Sisket Divinity. Im Urlaubsfeeling. Genau, mit Strand und allem drum und I should dran. have done this from the very Und start. genau, da geht's auch gleich weiter. Denn hier sind irgendwie die Orks gelandet und dann schauen wir mal, was wir hier so finden. So, am Strand, ein bisschen weiter, findet man Carla. Carla ist ein Skelett. Eine Skeletthändlerin. Upsa. Das ist doch Verschreck, erstmal direkt die Kanne umgehauen. Ja, was erzählt die dir? Carla lautet mein Name, sagst du. Ja, die das ja ist eine nichts Händlerin. anfassen. Ja. Welche Waren habt ihr denn gerade da? Schauen wir mal. Ja, die hat. Hat sie Papier? Ach, die kann man upgraden hier. Wenn man die richtigen Sachen findet. Das ist so eine Sache, das könnte man eigentlich mal ausprobieren, ne? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ein Ring mit einer Intelligenz und ein Telekinese hat die schon mal. Immerhin eine Intelligenz, das ist nicht schlecht. Oh. Ich guck grad mal da rein. Die hat kein Blatt Papier, aber die hat zwei Feueressenzen, aber die sind natürlich teuer, ne? Ja, pass mal auf, die hat hier, diese Abenteuer-Grundausrüstung. Und. Oh, die hat auch Schriftrollen. Eismauer brauchen wir nicht. Stachelzell. Ja, okay, das ist jetzt alles nicht so interessant. Aber die hat diese Abenteuer-Axt und sowas. Das könnte man eventuell. Waffen, ganze 4 Stück, die der geneigte Abenteurer auf seinen Reisen pflegen und verbessern kann. Sofern er die passenden Teile findet. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht kaufst du mal das. Das Einhandschwert, die sind nämlich nicht teuer. Und die Zweihand-Axt. Das haben wir nämlich noch nie Ach gemacht. nein. Du willst lieber mit Jahan reden. Nein, absolut nicht. Ihr müsst wissen, Der hört ja nicht auf. die Frau spricht, spielt mit. Hier, was ist das dazu? Ein Gamepad. Kann man nur mit Gamepad Jetzt hast du spielen. das gesagt, ne? Wenn das jetzt doch mal irgendeiner gucken sollte, gibt's einen Shitstorm deswegen. Ich bin ja schon mal ausgelacht worden. Was von wem? Kollegen von dir. So, ja. So, was soll ich kaufen? Ja, wir finden einen weinenden Ork am Strand. Direkt weghauen. Lasst einen trauernden Ork in Frieden. Ja, die haben die Totems hier aufgestellt, um die Toten zu ehren. Der möchte einfach nur die Leute begraben und sich nicht um den Stein kloppen. Sie hat einen Bruder verloren namens Oggi. Hand me my shovel. That pathetic heap of source-addled frogskin thought it could fool us, did it? Old Medora knows for certain that orc would have loved nothing better than to axe you in the back while it cried on your shoulder. Sollen wir ihn töten? Ja, ne?
Scheiß Ork. Ja, für mich kloppen. You rookies are learning fast. Away with your weapons. Away. And why'd you be needing that information, small bones? Small bones? Ich muss mal eben mit dem reden, warte. Vielleicht überzeuge ich den ja, uns das zu verraten. Ah, scheiß Schnick-Schnack-Schnuck hier. Na, naja, komm schon. Schnick-Schnack-Schnuck mit einem Ork. Ja, ich hab gewonnen. Yeah, so. Oh, what a fool I am. No, no, it wouldn't. Hast du ihn jetzt bedroht oder was hast du gemacht? Nee. We're here at my feet. Would you step, will ya? Ashes to ashes. Dust to dust. Na toll. Oh! Tja, selbst schuld. Ja, aber wieso? Ja, weil du in Fallen reingelaufen bist. Du Held. Gut, dass wir jetzt aufgenommen haben. Ach Mann, ey. Scheiße. Ja, dann halt euch erstmal. Ich wollte jetzt hier schön das Grad ausheben und boah, du läufst erstmal so in der Falle. Froh. Ja, hör mal, ich bin einfach nur noch froh jetzt, dass das hier nicht dieser Hardcore-Modus ist. Das wäre so behämmert gewesen. Trotzdem fehlen mir dann jetzt Punkte, die ich nicht wiederkriegen kann, ne? Tja. Boah, ist das scheiße. I feel better already. You hypocrites, liars, fiends. Ah, wir haben den Orgi ausgegraben. Heart of bitterness. Wir sind aber auch gemein. Ja, total. Wegen dem bin ich gerade draufgegangen. Hehehe. Ja, mach du mal den Rest. Besser ist das. Death is its own deliverance. Der hat eine Rüstung. Die Rüstung ist gar nicht schlecht. Die Rüstung ist komm, wirklich ich muss mich jetzt nicht zu bewegen. Schlecht. Aber der Helm ist nicht so gut. Warnung, hör mal, ich habe auch gar keine EP verloren. 19.670 bei Jahan und bei mir. Ja, dann ist alles gut. Bis zur nächsten Stufe. Oder ist es bei dir jetzt was anderes? Ich glaube nicht. Alles gut. Warte mal eben. Eine Wahrnehmung und Einführung. Ne, ich wollte das nicht nehmen. Ich wollte, dass das hier die Madora nimmt. So, Wahrnehmung, Initiative, Sicht. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Versuchen wir es mal. Okay. Was machst du denn da auf damit? Ja, hier sind Fallen, ich weiß. Ja, ich laufe da nicht mehr lang. Heilung. Ich bin ja schon dabei. So, wir versuchen uns mal hier durch zu japsen. Jo, hier haben wir ein paar Orks. Die da rumstehen, die werden wir jetzt mal besuchen. Besuchen heißt töten.
Oh. Oh, der ist fast tot. Was ist denn da passiert? Ja, das war die Intention. Nicht schlecht, der Spech. ...118 Schaden ist gut. Mhm. Ja, bleibt mir ja wieder nichts anderes übrig, als hier rumzustehen und zu warten. Sehr richtig. Na toll. Nein, ist verstorben. So geht Damage Stealing. Ja, wenn das mal in jedem Kampf so wäre. Schon wieder längst überfällig gewesen, die Ermutigung. Ja, Klaus hat einen umgehauen. Super, Klaus. Was? Du hast irgendjemanden geheilt. Aber warum? Weiß ich nicht. Weil er feuerimmun ist, deswegen. Der Elite-Ork-Schamane hat Aura der Feuerimmunität. Ja, das hättest du ja auch mal sagen können, ey. Ja, jetzt hättest du ja mal gucken können. Muss man dir alles erzählen, ja? Ja, muss man. Oh, du hast ihn versteinert? Wie auch immer ich das jetzt gemacht habe. Meine Frau weiß wieder nicht, was ihre Sachen machen. Aber sie funktionieren. Ich verdamme dich dazu, hier weiter rumzustehen. Ich habe genau das gleiche gedacht. Oh, ist alles so weit weg. Was zum Fach? Ja. Ja, dann geh doch da hin, ey. Das geht nicht, da muss ich mich ja bewegen. Oh Gott. Oh Gott. Ich rush jetzt da rein, ne. Wurde das jetzt zu langweilig? Ja. Du brennst. Nein, ich kann auf den Schaman nicht hauen. Sie ist unsichtbar. Boom! Ja, hau ich einfach mal drauf. So. Ich komm mit. Ja, toll, ey. Ja, ist ja gleich betäubig wieder aus Versehen einen von euch beiden. Hast du den Schaden gesehen? War der Wahnsinn. Ich bin der Tank. Hast du den Schaden gesehen? Ja. War ungefähr dreimal so viel. Du Blödes. Wo bist du denn mit der Madura? Ach verdammt, ey. Irgendwo da drin, ey. Nee, du musst jetzt mal nach vorne laufen. Schiss, wie zum Das mache ich nicht gerne. Das wird nicht reichen. Ja, ich habe aber keine AP mehr. Ach, einmal mit Profis spielen, ey. Du willst auch nicht so eine Artillerie spielen. Wir können ja mal irgendwann ein zweites Weltkriegsspiel spielen. Kannst schön die Artillerie von hinten spielen. Schießt du die ganze Karte. Und ich muss mich nicht bewegen dabei. Ja, so ungefähr. Hast du das gesehen? Ja, da ist einer, so eins zerfallen. A sleepy snail. Ich hab einen verkrüppelt. Ja, immerhin. Hehe.
Scheiße, ich kann ihn wieder nicht anvisieren. Dann nimmst du halt den. Hä? Was war das? Hättest du jetzt nicht einen Gelegenheitsangriff kassieren vielleicht müssen? Vielleicht hat der mich nicht gesehen. Ich wollte mich nur dahin bewegen, damit du mich eventuell heilen kannst. Das ist sehr umsichtig von dir. Ja, ist gut. Sehr gut. Dann machen wir das doch mal. Wieso ist der denn jetzt schon wieder geheilt? Weil durchs Feuer gelaufen ist. Guck mal, der kriegt die ganze Zeit Schaden. Moment, das war die Madora, ne? Ich hab keine Ahnung. Ja klar, der hat sich bewegt und dann hat die den Bein mitgegeben. Hä? Right was ist mit dem? Noch nicht. Ja. Ich dachte mir, ich helfe dir einfach mal. Ja, der ist aber schön, hat ihn im Nichts aufgelöst. Ja, du sahst so bedürftig aus, weißt du? Ich glaube, es hackt. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Oh oh. Habe ich hier irgendeinen von euch getroffen? Nee, zum Glück nicht. Mal, der hat dich umgehauen. Lässt du dir das etwa gefallen? Ich habe ihn auch umgehauen. Dabei ist er noch nass geworden. Wo gehst du denn hin? Ich will nicht durchs Feuer laufen. Jetzt buffst du die Madora aber. Ja, so was von. Ey, brauche ich gar nicht mehr, ne? Von uns brennt ja keiner mehr. Nope. May I be valiant as the Lion of Summer. Komm, jetzt noch mal kurz einen Prozess. Ja, nice. Okay. Na, also. Wir looten. So, wir müssen jetzt hier gegen einen Verteidiger dieser Schwarzbuchshöhle kämpfen und der nennt sich Grulbark der Furchtlose. Möge er furchtlos in den Tod gehen. Ja. Dann mal los. Dann mal los. Oh, der ist aber ganz schön groß. Ja. Der viert, oder? Ja. Boah, die Madora ist gefiert. Ja. Was löst das auf? Klarer Geist? Nein. Nicht in diesem Spiel. Nein. Die ist jetzt gefährdet, aber die anderen haben es zum Glück nicht. Guck mal eben. Der Grulbark hat minus 20% auf Luft. Auf Feuer hat er 40% und der Rest 20% Resistenzen. Also am besten mit Luft angreifen.
Ja, die anderen auch. Ja, Orks sind gut mit Luft anzugreifen, ne? Ja, offensichtlich. Bringt das, was mich das Fass da jetzt zerdeppere? Nee. Ich? Aber vergiften könnte ich. Ja. Oh, der hat gesessen, ja. Er hat... Ja, 50 Schaden. Dann macht er auch Schaden. Oh ja. Oh ja, der ist fast tot. Yep. Das macht Madurai ihren Scheiß. Nix. Ach nö. Ich hasse diese Scheiß-Schamanen. Ja, Klaus, es ist Zeit für eine Heldentat deinerseits. Kommst du ein bisschen mit? Kannst du mich dann nachher schützen? Ja, ne? Kann ein bisschen mitkommen, ja. Das ist ziemlich blöd, dass die Madura jetzt gefeiert ist. Ich glaube, ich rush nächste Runde los. Mhm. Da kannst du ja da was reinschmeißen, eine Bombe oder sowas. Ne, ich hau einen um. Ja, das ist auch eine gute Idee. Schade, warum hast du den Schamanen nicht umgehauen? Da kam ich nicht dran. Ja, sehr schade. Ja, da müssen die laufen noch ein bisschen, bis sie bei uns sind. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ist doch schon so gut wie tot. Ja, ich hoffe, ich töte ihn jetzt. Ja. Sehr gut. Das war's schon mit dem Boss. Schwieriger an dem ist halt, der kann tieren. Jetzt nicht mehr. Aber man merkt sofort, wenn die Madara nicht dabei ist. Valiant Dash. Bam, ich habe beide umgehauen. Sehr gut. The problem with you is your breathing. The problem of you is your breathing ist auch geil. Ich bin sehr geneigt, dir recht zu geben. Ah, buff mal die Madura, dann kann die jetzt mal richtig draufkloppen da. Ach so, die ist schon... Die ist okay. Wieder da jetzt. Jo, alles klar. Madura, bitteschön. Nicer. Eine Möwe in meinem Sicht. Eine Möwe. Easy peasy hier. Ich glaube, das ist easy peasy. Oh, wir hätten das im Hardcore-Modus geschafft, hätte die Frau nicht so verkackt. Schön, dass du die ganze Zeit mir die Schuld gibst. Ich wollte gegen den alten Knacker noch gar nicht antreten. Ich möchte das nur noch mal zu Protokoll geben. Wir waren nämlich zu dem Zeitpunkt noch Level 6. Aha. Sehr schön. Bam, den Schaman verkrüppelt, ey. Ich hasse Schaman. Ja, ich mache nicht viel Schaden, aber ich mache sehr viel Mist. Hey, hey. Jawohl. Oder? Ja, habe ich sogar noch gleichzeitig nach vorne gekommen, finde ich gar nicht so verkehrt. Ja, oder? Das war der Donnersprung.
Und der ist schon wieder. Ja, ich guck mal, ob ich alle erwische. Ich würde fragen, machst du heute noch mal was? Sehr gut. Ich glaube, ich habe zwei erledigt. Ja. Ja. Das finde ich so witzig, dass der. Gar nicht. Nur einen. Aber du wirst trotzdem immer tankiger. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Das sah auch nicht beabsichtigt aus. Ja, ich habe ihn getötet. Aha. Ich finde das lustig, wenn die mich angreifen, dass sie dann 50% des Schadens sich selber zufügen. Ja, ich würde sagen, den Kampf, den gewinnen wir locker. Gut, dann looten wir mal hier eben und gehen dann in die Höhle rein, ne? Mhm. So, wir sind in die Höhle reingegangen und jetzt sammeln wir jetzt Steinpilze. Okay. Ich habe gerade eine Ratte verfolgt. Why don't I feel more relieved to see so many dead orcs? Ja, so many dead orcs. Ja, was könnte das nur angetan haben, die Orcs zu töten? Oh mein Gott. Hang on to your socks. It's the biggest static cloud I've ever seen. Ja, warte mal. Oh, ich habe das Problem gelöst. Einfach das Ding draufgestellt. Okay, wir gucken uns noch den toten Ork an hier. Unheilbar. Kannst du den ich kann nichts machen. Nee, wir müssen noch warten, bis der zu Ende geredet hat. Verfluchter Pyrat. Pyrat. Kommt von Pyrat. Joshua-Gewürz, nice. Und Pergament, das ist doch das, was ich brauche. Das was? Ja, so ein Papier. Ja, aber da steht doch was drauf. Oh, guck mal, da hinten kämpfen welche. Ja. Und mit dem Kampf, würde ich sagen, starten wir in der nächsten Runde. Ja, dann lass uns die mal ganz schnell beginnen. Macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.